Einsinger um 9, aufgenommen! Guten Morgen! Schön seid ihr da. Ich hoffe, an diesem wunderschönen sonnigen Sonntag, glaube ich, oder auch nicht. Vielleicht regnet es auch, aber ich glaube nicht. Wir sind positiv, wir bleiben positiv und denken uns, dass das Wetter schön ist. Und auch wenn es regnet, kann es ein schöner Tag sein, nicht? Jetzt kommen auch langsam so diese Tage, wo man dann auch mal zu Hause bleibt, ein Buch nimmt, am Kamin sitzt mit dem Bernardinerhund. Nein, keine Ahnung. Egal. Wie geht es euch? Mir geht es viel, viel besser. Endlich können wir wieder proben. Man sieht schon langsam, die einen oder anderen Konzerte können stattfinden. Das ist einfach wunderbar und das gibt für uns Künstler die Chance, dass wir wieder singen können, dass wir auch etwas verdienen können bei unserem Job und das andere für die Veranstalter, dass sie gewisse Planungssicherheit haben, dass sie wissen, dass die Konzerte stattfinden. Komm, wir strecken uns. Und das ist einfach das Schöne an dieser Situation, kann man nicht anders sagen. Aber es gibt auch das Einsingen um 9. Mit oder ohne Zertifikat, das Einsingen um 9 ist Ort, Zeit und Laune unabhängig oder so. Ah. Komm, wir strecken uns. Und das ist doch schön. Man sieht am Ende des Tunnels ein Licht, hoffentlich. Sehr schön. Das Thema dieser Woche, Zwerchfell. Und meine KollegInnen haben es diese Woche schon gezeigt, wie das funktioniert etc. Ich brauche das nicht mehr zu wiederholen. Das ist so einer der Vorteile, die man hat, wenn man am Sonntag das Einsingen macht. Deswegen aktivieren wir das Zwerchfell. Aber noch einmal, das Zwerchfell, wieso brauchen wir das? Wir können es eigentlich auch ohne machen, streng genommen. Aber wir möchten immer so wenig Energie, so wenig Kraft wie möglich auf die Stimme drauf tun. Deswegen brauchen wir den Bauch und das Zwerchfell, das einfach die ganz, wenn wir laut oder sehr intensiv sprechen oder singen möchten, haben wir die ganze Kraft hier und hier. Bleibt es schön entspannt. Ich hatte diese Woche einen Schüler, das war klasse. Das war wirklich super. Man sah es ihm im Gesicht. Er hatte zwar leuchtende Augen und ein waches Gesicht, aber es war alles entspannt. Alles. Und hier im Bauch arbeitete alles. Und im Kopf natürlich auch. Aber hier war es einfach schön entspannt. Kommt, wir aktivieren es mal und hecheln. Nicht laut, nicht schnell. Nicht tief oder irgendetwas, ganz entspannt. Und lösen. Immer ein bisschen Pause machen. Das kann man nicht ewig machen, weil sonst liegt ihr auf dem Boden. Und das möchten wir nicht. Noch einmal. Und lösen. Sehr schön. Macht es gleich noch einmal und jetzt ein bisschen schneller. Gut. Und wir stoßen jetzt viel Luft raus. Noch einmal. Haben die Hände auf dem Bauch und spüren es auch hier. Und jetzt noch schneller. Lösen. Ein bisschen warten. Auch hier. Geht es gut? Das könnt ihr auch im Sitzen machen, wenn es nicht so gut geht. Und jetzt mal, wie schnell könnt ihr das machen? Könnt ihr schneller machen als ich? Schaut mal nach. Und lösen. Okay, gut. Ja, ein bisschen probieren muss man das. Wie schnell schaffe ich das? Und auch da, das kommt mit Übung. Denn Üben heißt wiederholen. Kommt. Wir machen, ja, dasselbe können wir, jetzt hatte ich ja so einen kleinen Lapsus, ich habe mich so schon gefragt, so, wo bin ich jetzt? War ich schon überventiliert? Naja, ich weiß es nicht. Also, dasselbe können wir auch mit Konsonanten machen. K, P, T, ganz stark aspiriert. K, P, T. Probiert es aus, kommt.
Ganz wichtig ist immer das Loslassen. Ein bisschen schneller. Schneller. Ausatmen. Entspannen. Dasselbe können wir auch mit S, S, C, H und F machen. Zusammen. Und der Zug startet und wir starten auch mit dem Singen. Auf W. Zusammen. Super wunderbar von da. Die Luftgeräusche sind lauter als die Singgeräusche. Noch einmal. Von hier. Ihr macht bitte weiter dieses W, wenn ihr das Lippenflattern nicht könnt. Zusammen. Auch hier sind die Lippenflattergeräusche lauter als die Singgeräusche. Von hier. Und da. Macht bitte weiter diese Lippen, also diese Lippenflattergeräusche. Oder das Lippenflatter oder das W, wenn ihr das R nicht gut rollen könnt. Rrr, zusammen. Rrr, von da. Rrr, und hier. Rrr, und ein letztes Mal. Also es hat immer für jeden etwas dabei. Ta 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 ta. Probiert das aus. Und ta 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 ta. Es sind 3 Achtel jedes Mal. Ta 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 ta. Und auf den 3. Achtel, also hier ta ta ta, auf den 3. Achtel. Machen wir noch einen kleinen Akzent. Das heißt, die ersten 2 müssen ein bisschen leiser sein. Da 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 da. Probiert das aus. Da 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 da. Sehr schön. Da 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 da. Und da. Da 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 da. Und hier. Da 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 da. Schön. Da 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 da. Und da, 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 da. Probiert das aus. Machen wir es gleich noch einmal. Es gibt ein neues Produkt, das nennt sich Tatata. Wunderbar. Und ihr möchtet das bewerben an 3 Leuten. Und ihr müsst das vorstellen. Tatata, tatata, tatata. Okay? Tatata. Kommt. Ta 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 ta. Und hier. Ta 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 ta. Ja, schau her, dieses ta ta ta, dieses Produkt erfüllt dir sämtliche Wünsche. Ta 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 ta. Ja, wie heißt es schon wieder? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Wunderbar ist das. Ta 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 ta. Menge, Mange, Menge, Mange, Meng, Meng, Meng. Menge, Mange. Menge, Mange, Menge, Mange, Meng, Meng, Meng. Schön aussingen und sehr zufrieden sein. Menge, Mange, Menge, Mange, Meng, Meng, Meng.
diesem Tatata. Wie viel möchten Sie gerne? Ja, bitte eine Menge, Mange. Menge, Mange, Menge, Mange, Menge, 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 Mange, Menge, Mange, Menge, 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 Mange, Menge, Mange, Menge, 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 Menge. Und ein letztes Mal. Menge, Mange, Menge, Mange, Menge, Menge, Menge. Aussingen. Ja. Ja. Von dir. Ja. Auch wenn ich weit weg bin, wenn ich nicht im gleichen Raum bin, auch wenn ich nicht in der gleichen Zeitzone bin, weiß ich, dass ihr mir alle zulächelt. Deswegen lächle ich euch zurück. Ja. Im Kanon. Ja. Ja. Jo. Möchtet ihr es noch einmal machen? Dann habt ihr gesehen, ich habe immer vier Einsätze gegeben. Und ihr könnt eigentlich auswählen, welchen Einsatz ihr haben möchtet. Also falls ihr das mal machen möchtet, könnt ihr jetzt wieder zurückspulen und das gleich noch einmal machen. Eine gute Übung für die Höhe, für das Zwerchfell. Ja, ja. Beim ersten Mal aktivieren wir das Zwerchfell, beim zweiten Mal ja auch, aber das ist ein bisschen mehr opernmäßig und ein bisschen mehr Diva. Okay? Ja, 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 schön. Ja, ja. So einen tollen Witz gehört. Ah, ihr habt sicher auch einen im Kopf. Und ja, 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 ja. Es gibt ein paar, für die ist es schon so ein bisschen zu hoch. Die können das machen. Ja, ja. Das tiefe Stimmen. Ja, ja. Die hohen kommen mit mir. Ja, ja. Von hier. Ja, ja. Und von da. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Signora, 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 signorina, monsignore. Monsignore, 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 Monsignore. Können wir noch ein bisschen mehr den Körper benutzen? Und wir schwingen mit, auch ich, auch wenn ich nur spiele. Signora, Signora, Signora.
Signora, 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 Signorina, Monsignore, 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 Monsignore. Und nimmt das wirklich mit. Versucht immer mit dem Körper zu singen. Also der Körper soll in Bewegung sein. Wirklich, wir haben immer so diese Militärchöre, da bleiben immer alle gleich so stehen und möglichst stramm, damit sich ja niemand bewegt. Wieso? Nein, nein, bewegt euch. Bewegt euch herum. Also außer die Bühne stürzt irgendwie ein, weil so viele drauf sind und sich so stark bewegen. Aber ansonsten, macht das mit Freude und schaut glücklicher rein. Manchmal sind wir einfach zu konzentriert und schauen ernst rein, weil wir dann Angst haben, weil wir natürlich konzentriert sind und da Angst haben, dass wir irgendeinen Fehler machen oder so. Weg mit den Fehlern! Wir singen einfach und das aus Freude. Sehr schön. Und das machen wir auch mit Liedern, die wir nicht kennen. So wie folgendes Lied. Unser Zwerchfell. Und zwar ist es ein Limerick von Ilse Niedermeyer. Die hat mir das geschickt. Danke dir, liebe Ilse. Und das ist jetzt mal kein Kanon. Ich meine, ihr könnt es ausprobieren, aber ich empfehle es euch nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ihr einsetzen sollt. Und die Takte passen nicht zusammen. Aber wenn ihr denkt, ihr könnt einen Kanon draus machen, dann macht das. Ich finde das wunderbar. Dann schickt mir eine Aufnahme an daniel@einsingen-um-9.ch. Ich finde es sehr spannend zu wissen, wo ihr hier einen Kanon seht. Aber nein, es ist ein ganz einfaches Lied. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen, unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Das ist so. Immer frei schwingen. Und nicht nur das Zwerchfell. Achtung, auch die Stimme muss frei schwingen können. Das ist wunderbar. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Ecco! Genau das ist es. Tanzen soll der Klang, aber nicht nur der Klang, sondern auch der Körper. Besonders beim Gesang. Nur so kommen Töne zum Klingen. Und nicht nur zum Klingen, auch zum Schwingen und zum Leuchten. Und das geht so. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen, unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Nur so kommen Töne zum Klingen. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen, unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Lachen, beim Sprechen, beim Singen. Und wieso nicht auch beim Leben? Das ganze Leben soll frei schwingen können. Und manchmal muss ich mir das auch selber sagen. Man hat so viel zu tun und Weihnachten steht vor der Tür und man muss es einfach einmal einen Schritt zurückgehen, tief einatmen und dann wieder schwingen lassen. Sehr schön. Kommt, wir machen die erste Zeile. Sei nicht ganz, ganz einfach. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen. Noch einmal. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen. Und wir zählen diese drei Sachen auf. Das heißt, wir machen ein kleines Löchlein. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe immer die Endsilbe Lachen, Sprechen, Singen habe ich zurückgenommen. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen. Und schon habt ihr diese Auflistung. Wunderbar, auch im Klang. Noch einmal. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen. Was? Unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Das ist übrigens auch der höchste Ton bei diesem Lied. Und dorthin möchten wir hingehen.
weil es schwingt sich so nach oben. Unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Noch einmal von vorne. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen. Unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Könnt ihr noch mehr auf dieses Freischwingen hingehen? Kommt, noch einmal. Zweimal machen wir es. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen, unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Noch einmal. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen, unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Tanzen soll der Klang. Und hier gibt es eine kleine, eine Art Rückung. Vorhin sind wir in D-Dur, also die jetzt mit uns diese Videos gemacht haben, geguckt haben mit der Theorie, zwei Kreuze bedeuten D-Dur. Und dann unten ist zwar immer noch D-Dur, aber wir sind dann in F-Dur. Also wir springen, wir machen... Auf einmal sind wir völlig woanders. Aber für euch ist es nicht schwer, weil ihr bleibt beim gleichen Ton. Schwingen, schwingen, tanzen soll der Klang. Und auf einmal bekommt es eine ganz, ganz andere Farbe. Komm, wir machen die zweite Zeile direkt. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Noch einmal. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Könnt ihr dieses Tanzen noch mehr zum Tanzen bringen? Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Mal weiter. Nur so kommen Töne zum Klingen. Nur so kommen Töne zum Klingen. Machen wir noch einmal anfangs zweite Zeile. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Weiter. Nur so kommen Töne zum Klingen. Noch einmal. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Nur so kommen Töne zum Klingen. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen, unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Nur so kommen Töne zum Klingen. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen, unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Nur so kommen Töne zum Klingen. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen, unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Nur so kommen Töne zum Klingen, ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen. Unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen. Unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Nur so kommen Töne zum Klingen. Ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen. Unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Tanzen soll der Klang, besonders beim Gesang. Nur so kommen Töne
zum Kling letztes Mal. Und ob beim Lachen, beim Sprechen, beim Singen, unser Zwerchfell muss immer frei schwingen. Unser Zwerchfell, den Text von Ilse Niedermeyer. Danke dir für diesen tollen, tollen Text. Das ist wirklich, das sind einfach so Texte, da hat man die Melodie, beim Lesen hört man das automatisch. Wunder, wunderbar. Wir kommen zum Kanon von letzter Woche. Und will dein Nachbar mit dir streiten, so setze dich nicht gleich zur Wehr. Verdopple deine Höflichkeiten, ist christlicher und ärgert mehr. Und ich habe mich gefreut zu sehen, wie ein paar geschrieben haben, ja, aber christlich ist das ja wirklich nicht. Ja, christlicher, christlicher. Das ist ein großer Unterschied. Ist christlicher und ärgert mehr. Also was ist christlicher? Einfach höflich zu sein. Ist christlicher als wütend zu sein zu jemandem. Ob es jetzt christlich ist, das soll jeder für sich beantworten. Und will dein Nachbar mit dir streiten, so setze dich nicht gleich zur Wehr. Verdopple deine Höflichkeiten, ist christlicher und ärgert mehr. Und will, komm, wir singen direkt. Und will dein Nachbar mit dir streiten, so setze dich nicht gleich zur Wehr. Verdopple deine Höflichkeiten, ist christlicher und ärgert mehr. Jetzt machen wir es noch einmal. Und die Töne können wir schon, das ist kein Problem. Und jetzt versuchen wir den Anfang. Und will dein Nachbar mit dir streiten? Das kann auch im Gesang reinkommen. Und will dein Nachbar mit dir streiten? Schon so ein bisschen aggressiv. So setze dich nicht gleich zur Wehr. Beruhige dich, kein Problem, alles ist gut. Verdopple deine Höflichkeiten. Sei richtig schleimig. Wirklich so eine Schleimspur sieht man dir schon fast an. Und neckisch ist christlicher und ärgert mehr. Komm, noch einmal. Übrigens, der Text auch von Ilse Niedermeyer. Und will dein Nachbar mit dir streiten, so setze dich nicht gleich zur Wehr. Verdopple deine Höflichkeiten, ist christlicher und ärgert mehr. Und will dein Nachbar mit dir streiten, so setze dich nicht gleich zur Wehr. Verdopple deine Höflichkeiten, ist christlicher und ärgert mehr. Kommt im Kanon. Und will dein Nachbar mit dir streiten, so setze dich nicht gleich zur Wehr. Verdopple deine christlicher und ärgert mehr. Und will dein Nachbar mit dir streiten, so setze dich nicht gleich zur Wehr. Verdopple deine Höflichkeiten, ist christlicher und ärgert mehr. Letztes Mal. Und will dein Nachbar mit dir streiten, so setze dich nicht gleich zur Wehr. Verdopple deine Höflichkeiten, ist christlicher und ärgert mehr. Und will dein Nachbar mit dir streiten, so setze dich nicht gleich zur Wehr. Verdopple deine Höflichkeiten, ist christlicher und ärgert mehr. Nachbarstreit mit Höflichkeit. Danke dir, Ilse. Und wir kommen zum Schluss zu einem Kanon, den wir im Frühling, glaube ich, das erste Mal gemacht haben. Es klopft, es klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz durch Stürme, Liebe, Schmerz. Oh, weo, au, waraba, oh, oh, oh. Genau.
Text von Ann-Kathrin Eigner, auch dir ganz liebe Grüße. Danke dir. Mittlerweile habe ich schon einen tollen, tollen Schatz aus Kanons bei mir, die ich letztes Jahr schreiben durfte. Und ganz viele von euch Zuschauerinnen. Wunderbar. Ich freue mich sehr. Danke euch. Und das klingt so. Vielleicht kennt ihr es noch. Es klopft, es klopft. Meint schnell. Es klopft, es klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz. Durch Stürme, Liebe, Schmerz. Es klopft, die Regenrinne tropft. Es soll auch ein bisschen bewegend sein, wenn wir schon das Thema Zwerchfell haben. Komm, machen es noch einmal langsam. 1, 2, 3. Es klopft, es klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft noch einmal. Es klopft, es klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft. Weiter. Es klopft und klopft mein Herz. Du Stürme, Liebe, Schmerz, noch einmal. Es klopft und klopft mein Herz. Du Stürme, Liebe, Schmerz, von vorne. Es klopft, es klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz. Du Stürme, Liebe, Schmerz. Dritte Zeile. Oh, weh, oh, oh, waraba, oh. Weh, oh, noch einmal. Es klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz. Du Stürme, Liebe, Schmerz. Oh, 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 oh. Es klopft, es klopft, es klopft. Die Regenrinne tropft. Es klopft und klopft mein Herz. Du Stürme, und es klopft. Und die neue Woche klopft an. Das war das Einsingen um 9. Mit dem Thema ab morgen Abendstimmung. Wunderbar. Aber wenn ich schon nur dieses Wort lese und höre, einfach schön, oder? Ich freue mich schon auf den Kanon nächste Woche. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Genießt die Sonne, genießt den Regen, genießt den Schnee, den Hagel, was auch immer. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Macht's gut, bis bald und tschüss. Ciao, ciao.